Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen zum Deutschunterricht für die vierten Klassen Mittelschule für das vierte Lernjahr. Unser Thema heute ist ein ganz normaler Tag. Ich bin Tanja und ich bin eure Lehrerin für heute. Was sind unsere Lernziele für heute? Also wir entnehmen einem Video Informationen. Also wir wissen, worum es geht im Video. Wir verstehen Texte über Tagesabläufe und wir sprechen über eigenen Tagesablauf. Für diese Stunde braucht ihr wie für jede Stunde ein Heft, ein Blatt Papier, Bleistift, Kugelschreiber, Internet, Zugang mit Handy, Tablet oder Computer. Und ganz wichtig sind diese Ikonen hier, also Büchlein fürs Lesen, Kugelschreiber für Schreiben. Mikrofon sprechen, Play ansehen und Pause, Pause. Es ist sehr wichtig, ihr könnt ja jederzeit eine Pause machen. Am Anfang dieser Lektion habt ihr folgende Aufgabe. Also benennt bitte die Aktivitäten auf dem Foto. Was passiert da? Schaut euch bitte die Fotos an und dann mal zusammen. Da haben wir Aufwachen oder Aufstehen. Dann zur Schule oder zur Arbeit fahren. Bild 3. Frühstück vorbereiten oder frühstücken. Zum Training gehen oder trainieren. Freunde treffen oder mit Freunden rumhängen. Schlafen. In der Schule sein. Lernen oder lesen, je nachdem, was man so macht. Was meint ihr, in welcher Reihenfolge könnte man diese Aktivitäten so tagsüber machen? Also was macht man zuerst vielleicht am Morgen? Ja, aufwachen, ja, oder und aufstehen. Wir können ja um 6 Uhr aufwachen, aber erst um 8 aufstehen, ne, zum Beispiel. Gut, dann Frühstück vorbereiten oder frühstücken zum Beispiel. Danach zur Schule fahren. Dann in der Schule sein oder an der Arbeit sein. Freunde treffen oder mit Freunden rumhängen zum Beispiel. Oder zum Training gehen und trainieren. Es kann auch umgekehrt sein. Lernen oder lesen. Und am Ende schlafen. Also da sind einige Aktivitäten. Wann macht man normalerweise folgende Aktivitäten? Also wir haben hier eine ganz große Liste. Aufstehen, schlafen, lernen, einen Kaffee trinken, Freunde treffen, zum Mittagessen, im Internet surfen, ein Buch lesen, sich schminken, sich erholen, träumen, Sanyati, frühstücken, Großeltern besuchen, einkaufen gehen. Fernsehen, zur Schule fahren oder gehen, sich rasieren, kochen, sich waschen, Haushaltspflichten erledigen, obavljati kućanske poslove, das Bett machen, zum Training gehen oder zu Abendessen und so weiter. Es gibt ja noch weitere Aktivitäten. Also was davon macht man am Morgen oder morgens, am Vormittag oder vormittags, am Mittag oder mittags? Am Nachmittag oder nachmittags, am Abend oder abends, in der Nacht oder nachts. Also morgens, vormittags, das würde bedeuten jeden Morgen. Dakle, svako jutro uobičajeno, jutrom radim to. Vormittags, prije podne, uobičajeno radim to und so weiter. Also schreibt in eure Hefte, was würde zum Beispiel morgens, was würde da stehen? Morgens aufstehen zum Beispiel oder einen Kaffee trinken und so weiter. Da könnt ihr ruhig dann eine kleine Pause machen und das schreiben. Und dann kommt die Lösung. Beispielslösung wäre das hier. Also am Morgen oder morgens zum Beispiel aufstehen, einen Kaffee trinken, zur Schule fahren, das Bett machen, sich schminken, rasieren, waschen. Am Vormittag oder vormittags lernen, einkaufen gehen.
Am Mittag oder mittags kochen, zum Mittagessen, am Nachmittag oder nachmittags sich erholen, Haushaltspflichten erledigen, Großeltern besuchen. Das könnte auch abends sein oder morgens, wer weiß. Am Abend oder abends zum Training gehen, Fernsehen, im Internet surfen. In der Nacht oder nachts ein Buch lesen, schlafen, träumen. Da sind mögliche Antworten. Es muss ja nicht bei allen so sein. Schlafen geht auch vielleicht nachmittags bei einigen. Wir haben jetzt einige Aktivitäten genannt, die man im Laufe des Tages, Tirkomdana, so macht. Jetzt habt ihr aber folgende Aufgabe. Seht ihr euch bitte jetzt das Video unter diesem Link bit.ly/ großgeschrieben Normaltag an oder unter diesem QR-Code bis zur 3 Minuten 13. Also da werdet ihr dann drei Leute sehen, die an einer Umfrage teilnehmen. Lest bitte diese Aktivitäten hier, also arbeiten, frühstücken, lesen, Zähne putzen, den ganzen Tag zu Hause sein, die Bude aufräumen oder Bude oder Wohnung, im Garten arbeiten, zu Mittag kochen, zu Abend kochen, mit Freunden zusammen sein, schwimmen, lernen, rausgehen, Nachtdienste machen. Das sind einige Aktivitäten, die in diesem Video erwähnt werden. Welche Aktivitäten werden aber nicht genannt? Schreibt sie dann auf. Also seht euch zuerst mal das Video an und streicht oder schreibt auf die Aktivitäten, die nicht genannt wurden. Und hier ist die Lösung. Was wurde nicht genannt? Zähne putzen und zu Abend kochen. Also das hat keiner erwähnt. Ihr könnt euch jetzt noch einmal dieses Video ansehen oder halt nur die Texte lesen und bestimmen, wer sagt das? Sagt das die Rentnerin, die Studentin oder der angehende Arzt? Der angehende Arzt Buduci Lechnik. Stoppt das Video und lest dann die Texte. Und ich lese jetzt das noch einmal vor. Ich arbeite den ganzen Tag. Morgens komme ich zur Arbeit und spät am Nachmittag gehe ich nach Hause. Wenn das Wetter aber schön ist, gehe ich raus. Da ich erst in der Ausbildung bin, muss ich keinen Nachtdienst machen. Ich habe immer noch ganz normalen Tagesablauf. Wer hat das gesagt? Der angehende Arzt, genau. Da ich gerade für meine Prüfungen lerne, muss ich nicht früh aufstehen. Ich gehe regelmäßig schwimmen und laufen. Außerdem verbringe ich gerne Zeit mit meinen WG-Freunden. Wir kochen und putzen auch zusammen. Wer hat das gesagt? Die Studentin, ja. Und der letzte Text. Ich stehe um 7:30 auf, frühstücke eine Stunde. Danach räume ich die Wohnung auf und gehe in den Garten. Ich mache abends Sport. Ansonsten bin ich immer unterwegs. Gut. Das war die Rentnerin, habe ich vergessen zu sagen. Wer macht das? Kreuz bitte an. Also, was macht die Rentnerin, Studentin, der Arzt? Lest das bitte. Macht hier eine Pause. Das könnt ihr auch abschreiben in eure Hefte, wenn ihr wollt. Also er oder sie schläft länger als normalerweise. Er oder sie kümmert sich gerne um Pflanzen. Er oder sie ist fast den ganzen Tag in der Klinik. Er oder sie lebt zusammen mit ihren Freunden oder seinen Freunden. Er oder sie frühstückt gern lange. Er oder sie genießt das schöne Wetter. Er oder sie geht gerne ins Schwimmbad. Und was habt ihr so gelöst? Also, Studentin schläft länger als normalerweise. Sie lebt zusammen mit ihren Freunden. Und sie geht gerne ins Schwimmbad. Die Rentnerin, sie kümmert sich gerne um Pflanzen und sie frühstückt gern lange. Und der Arzt ist fast den ganzen Tag in der Klinik und er genießt das schöne Wetter.
Naja, da ihr schon das Präsens gemacht habt, wiederholen wir hier nur kurz zu diesem Thema ein bisschen die Präsensformen. Welches Verb passt, ergänzt bitte, damit es ein bisschen sinnvoll ist und passt bitte auf die Form auf. Also ich morgens um 6 Uhr gleich, ich ins Badezimmer, mich und mir die Zähne, ich mir eine Jeans und einen Pulli. Danach ich Spiegeleier oder ein Wurstbrot. Spiegeleier, ja, na okay. Dazu ich eine Tasse Kaffee oder Tee und danach ich mit der U-Bahn zur Schule. Was würde dann wohin passen? Anziehen haben wir da, aufstehen, fahren, frühstücken, gehen, putzen, trinken und waschen. Also da könnt ihr auch eine Pause machen und das abschreiben. Und hier ist dann die Lösung. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Also das Verb aufstehen. Gleich gehe ich ins Badezimmer. Wasche mich, umiwamse, und putze mir die Zähne. Ich ziehe mir eine Jeans und einen Pulli an. Danach frühstücke ich Spiegeleier oder ein Wurstbrot. Dazu trinke ich eine Tasse Kaffee oder Tee. Und danach fahre ich mit der U-Bahn zur Schule. Okay, hoffentlich habt ihr das auch so gemacht. Dann weiter, verbindet die Sätze sinngemäß. Was macht diese Person weiter? Vormittags bin ich, meistens habe ich, mittags esse ich, da treffe ich dann, nachmittags habe ich ein, dort besprechen wir gegen 16 Uhr. Und da in der rechten Spalte fahre ich nach Hause, aktuelle Themen, etwas in der Schulkantine, Treffen mit der Schülerzeitung AG. 7 oder 8 Stunden auch meine Freunde in der Schule. Also was würde zusammenpassen? Macht auch bitte eine Pause und ergänzt dann die Sätze, verbindet sie beziehungsweise. Und da haben wir die Lösung. Vormittags bin ich in der Schule. Meistens habe ich 7 oder 8 Stunden. Mittags esse ich etwas in der Schulkantine. Da treffe ich dann auch meine Freunde. Nachmittags habe ich ein Treffen mit der Schülerzeitung AG. AG oder Arbeitsgruppe, Gruppa. Dies war Nastanaktivnost. Dort besprechen wir aktuelle Themen und gegen 16 Uhr fahre ich nach Hause. Gut. Wir haben eine weitere Übung. Ergänzt den Text sinnvoll. Also, was macht diese Person dann weiter? Da fehlen ein paar Buchstaben. Also schreibt das bitte ab und löst das bitte. Und hier dann die Lösung. Abends gehe ich meistens zum Training. Ich schwimme nämlich dreimal wöchentlich. Jedes Training dauert etwa 2 Stunden. Gegen 20 Uhr bin ich wieder zu Hause. Ich sehe ein bisschen fern oder lese ein Buch. Da ich früh aufstehen muss, gehe ich gegen 22 Uhr ins Bett. Nachts schlafe ich etwa 8 Stunden. Gut. Dazu, zu diesem Thema, diesem heutigen Thema, gibt es auch 2 Online-Übungen. Beide sind Learning-Apps. Unter diesem QR-Code ersten und unter diesem Link bit.ly/Ablauf2 ist ein bisschen Grammatik und unter dem zweiten QR-Code bzw. Link bit.ly/Ablauf3 ist ein bisschen Wortschatz bzw. alles, was wir bisher gemacht haben und noch ein bisschen mehr. Und am Ende der Stunde, wie sieht euer Tag aus?
Macht bitte eine Präsentation von circa 2 Minuten über euren Tag. Und Notizen helfen euch dabei. Also was macht ihr morgens? Aufstehen, einen Kaffee trinken, zur Schule fahren, das Bett machen, sich schminken oder sich rasieren oder sich die Zähne putzen, frühstücken und so weiter. Also da könnt ihr schreiben, was ihr so morgens macht. Vormittags ist das Lernen, Einkaufen gehen, in der Schule sein oder etwas anderes. Mittags kochen, zum Mittagessen in der Schule sein. Was macht ihr nachmittags? Sich erholen und Moritisse. Haushaltspflichten erledigen, Großeltern besuchen, an einer AG teilnehmen, lernen vielleicht, Hausaufgaben machen, abends zum Training gehen, Fernsehen, im Internet surfen oder Hausaufgaben machen, ein Buch lesen, nachts ein Buch lesen, schlafen, träumen. Also was ihr so normalerweise an einem ganz normalen Wochentag macht. Das könnt ihr auch mit Bildern machen, mit ein paar Folien. Hauptsache, ihr sprecht. Und am Ende dieser Lektion ist eine kleine Selbstevaluation. Also die grüne Sonne, das kann ich gut. Oder der rote Mond, das kann ich nicht so gut. Also kann ich dem Video Informationen über Tagesabläufe entnehmen? Ja oder nein, muss ich da noch üben? Kann ich Texte über Tagesabläufe verstehen oder noch nicht? Und kann ich über eigenen Tagesablauf sprechen oder nicht? Also ich hoffe, ihr schafft das Ganze und ich wünsche euch noch sehr viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss!